Ich wollte sie besuchen. Ich hatte viel über sie gehört. Ich wollte immer mal dorthin. Und endlich, ja, endlich war ich da. Florenz, die Wiege der Renaissance, Hauptstadt der Toskana. Mein erster Eindruck der Stadt war ganz einfach, wow. Ich fühle mich wie in einem großen Freilichtmuseum. Die Kunst ist überall. Statuen, Brunnen, Säulen. Es ist überwältigend und inspirierend. Kein Wunder, dass es so viele Künstler in diese Stadt gezogen hat. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, alle waren hier. Und die Architektur, perfekte geometrische Formen und Proportionen, Symmetrie, Wiederbelebung der Antike. Faszinierend. Im Sommer ist Florenz vor allem eines, sehr voll. Menschenmassen schieben sich durch die Straßen und engen Gassen der historischen Altstadt. Florenz zieht Jahr für Jahr Millionen von Touristen an. Menschen schlängeln sich um den Dom. Die Plätze sind voll, die Cafés sind voll, alles voll. Aber ich habe mich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe mir die Kamera geschnappt und wollte die Stadt erleben, sie durchstreifen und festhalten. Und wenn man dann einen ruhigen Moment gefunden hat, abseits der Touristenströme, wenn man am Arno entlangläuft, der Ponte Vecchio entgegen, dann versteht man vielleicht, welche Anziehungskraft diese Stadt hat. Ich habe sie erlebt, die Schönheit von Florenz.